macht das Seilen mit starken Winden Spaß. Wir haben den kleinen Helfer, die HAFO-Hilfsseilwinde, in der Praxis getestet. Landwirt Praxistest. Die Nachfrage an Hilfsseilwinden wird immer stärker. Sie machen das Seilen sicherer und reduzieren die körperliche Belastung. Zusatzseilwinden dienen dazu, das Stahlseil der Hauptwinde den Hang hinaufzuziehen. Bezahlt machen sie sich vor allem bei stärkeren Winden, wenn das schwere Zugseil mit den Anhängeketten und Seilgleitern über die Baumlänge hinaus ausgezogen werden muss. Das Seil der Hilfswinde ist aus Kunststoff, nur 4,3 mm dick und so vergleichsweise leicht. Das Seilende der Hilfsseilwinde wird mit der ersten Kette am Stahlseil der Hauptwinde verbunden und in eine kleine Umlenkrolle gelegt. Mit dem Kunststoffseil und der Umlenkrolle geht man bergwärts. Das Seil wird dabei aktiv ausgestoßen. Oben angekommen, befestigt man die Seilumlenkrolle an einem Baum oder Stock und spult mit der Fernbedienung das Seil ein. Gleichzeitig zieht das Kunststoffseil das schwere Stahlseil mit Ketten und Gleitern nach oben. Die weitere Vorgangsweise hängt davon ab, ob man allein oder zu zweit arbeitet und ob man eine Einzelfuhre oder mehrere Zuzüge macht. Bei mehreren Fuhren lässt man beim Zuzug das Hilfsseil in der Umlenkrolle und zieht es mit der Last wieder zum Traktorstandplatz, um das Stahlseil anschließend wieder hochzuziehen. Steht eine zweite Person zum Abhängen der Fuhre beim Traktor, kann man so mehrere Zuzüge im Umlaufbetrieb erledigen. Mit einem Regelventil lässt sich die Geschwindigkeit stufenlos regeln. Die HAFO-Hilfsseilwinde gibt es in zwei verschiedenen Größen. Der Easy-Typ hat eine Seiltrommel mit 250 Metern. Beim Pro-Typ sind es 350. Für sinnvolles Arbeiten benötigt man die doppelte Seillänge der Hauptwinde. Die HAFO ist mit einem links oder rechts angeordneten Seilturm erhältlich. Dieser lässt sich stufenweise um bis zu 70 cm in der Höhe verstellen. Der um 360 Grad drehbare Seileinlauf sollte idealerweise über das Schutzgitter der Rückewinde hinausragen. Die Hilfsseilwinde lässt sich auf jede bestehende Funkseilwinde mit einer Schnellwechselkonsole anbauen. Kräftige Holzfäller oder Holzfällerinnen können sie mit etwas Anstrengung alleine montieren. Traktorseitig benötigt man ein einfach wirkendes Steuergerät mit drucklosem Rücklauf oder ein doppelwirkendes Hydrauliksteuergerät und Strom für die Steuerung. Für die Bedienung muss der Funk der Hauptwinde adaptiert werden. Im Regelfall wird für die Hilfsseilwinde eine freie Funktion an der Funkfernbedienung der Rückewinde verwendet. Eine Kabelsteuerung wäre möglich, aber nicht sinnvoll. Im Komplettset ohne Zusatzfunk kostet die HAFO-Hilfsseilwinde laut Preisliste ab 2.850 Euro inklusive 20% Mehrwertsteuer.